Mein 25. Tag. In 2 Tagen bin ich in Santiago und die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen. Ich glaube, die geht erst in so einer halben Stunde auf. Ich muss jetzt gucken, ob ich irgendwo ein Wasser kaufen kann, weil das ist hier alles nur so ein ganz kleiner Ort, der aus irgendwie 10 Häusern besteht. Hoffentlich kriege ich irgendwo Wasser her. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Supermarkt, weil in dem kleinen Ort, wo wir waren, da gab es halt keinen Supermarkt. Das heißt, ich konnte mir keine Früchte kaufen und gar nichts. Ich habe jetzt eine Banane dabei. Ich kann nicht mehr. Es hat irgendwie so gefühlte 30 Grad im Schatten und es ist einfach anstrengend gerade. Und ich habe kein Wasser mehr. Ich würde jetzt so gern einfach einen Mittagsschlaf machen. Aber wir müssen noch 6 Kilometer laufen. Ne? Sie hat mein Eis gekauft! Woo! That's what we need. Mm-hmm. Yeah. So, das erste Mal wird jetzt hier diese Sonnenmütze benutzt, weil es einfach abnormal ist und ich finde, ich sehe richtig gut aus. Oh Gott, wir sind ein richtiger Touri. Jetzt gebe ich nochmal richtig Speed auf den letzten 5 Kilometern. Das packe ich jetzt auch noch. Yes! Das hier ist die Definition von am Ende. Ich bin so fertig, diese Hitze, die macht mich gerade so kaputt. Es sind nur noch so 3 Kilometer, aber ich kann einfach nicht mehr. Diese Hitze, die killt mich. Gestern waren es viel mehr Kilometer, aber es war angenehm kühl. Und hier diese Hitze. Als Pilger wird kein einziger Tropfen nützliches Fett und Essen übrig gelassen. Alles, ja, alles, was man kriegen kann. She's laying on the ground. It's really nice and cold. Why are you lying on the ground? Because it's cold. Mir geht's gerade richtig schlecht. Also irgendwie, mein Bauch tut voll weh. Und meine Schultern und mein Nacken sind verkrampft. Und auch so psychisch will ich jetzt einfach nur noch ankommen und dann nach Hause. So schnell wie es geht. Und ja, keine Ahnung.